Hallo und herzlich willkommen zurück zu Simulacra. Okay, wir sind wieder hier, diesmal wieder mit einem anderen Mikro. Ich hoffe, alles passt. Falls ich mich heute ein bisschen kaputt anhöre und ab und zu mal gekartet ist oder ich mich muten muss, ich bin ein bisschen erkältet, Grippe. Na, ihr kennt es, ihr kennt es. Okay. Deswegen werde ich nicht unbedingt heute so gut hören und mich mal räuspere. Es ist nur vorübergehend. Okay. Was ist denn unser Task? Hier. We should actually never find out about Anna's disappearance. Find Anna. Do a background check on Anna's spark matches. Oh, jetzt müssen wir Taylor überprüfen. Oh, stimmt ja. Stimmt, ja, im letzten Part haben wir uns ja mit Greg so da gekriegt, diesem Hurensohn von einem Ex-Freund. Und jetzt. Spark-Logger, was hat es hier? Love is being there. Achso, das haben wir uns schon angesehen beim letzten Mal, ja. Oh, was ist denn? What's taking so long? Klärt das Spark-Geist hier? Hat die Fresse. Bla bla bla. Okay, sie hat ja mit Leuten geschrieben. Hey, Animal Lover. Huh? Ja, da, 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 da. Okay, that's one. Okay, die haben nicht mal geschrieben, weil er ist halt voll der Gamer, voll der Nerd. Sie nicht wirklich, da hat das Match nicht gepasst. Dave? Dave ist ein Creep, okay. Alex. Oh, okay, hier hat sie mehr geschrieben. Yeah, Monday produce movies. You're a happy hour. So you need some rescue. So it might be movie, anything interesting you picked up. Philosophy, I believe you. You're just saying that. Coming years, putting an honest foot forward goes a long way. Oha, das ist ein ganz, ganz krasser Typ. Der hat nichts von sich preisgegeben, hat sie die ganze Zeit nach Shit gefragt. Fred, was ist bei ihm? Lobster Dinner, das would you take to do your bedroom? Okay. Nee, Pat, wer ist denn das? Propose for you, what is it? My way to your heart. Okay, Pat ist ein ganz, ganz schlimmer. Okay. Okay, na dann hat sie nur mit Tyler mehr geschrieben. Kann ich dich mal was fragen? Ich will es mit ihm nicht verscherzen, er ist ein guter Typ. Anything, buddy. Now you can talk to me, okay. Warst du, okay. Warst du deine charmante Persönlichkeit, ja? Gut, wir versuchen ihn mal zu schmeicheln. Sorry. Okay, das kann nicht erklärt werden. Okay. Ich bin die ganze Zeit so confident. Es ist ein Geschenk und ein Fluch auch. Okay. Ich will ihn nicht verärgern, weil er ist so dumm und lud, er manchmal seine Witze macht und so. Hast du nicht gesehen? So lustig ist er halt auch manchmal. I'm stuck. Ich komme bei den Typen nicht weiter, da ist nichts. Verstehe ich nicht. Okay, gib einfach einen Namen ein, Alter und Location. Wie schwer ist das? Oh, halt die Fresse, Alter. Vor allem, du solltest doch wieder wissen, wenn deine Frau mit anderen schreibt. Du bist so ein Depp. Okay. Edit Profile. What the fuck? Yes, in a hooker, please look elsewhere. I'm looking for the real thing. Tagline, you're here too, so don't judge. Work studies works at Faraday Solutions.
Okay, ihr Profil ist cool, I guess. Okay, Taylor. Ja, manchmal kommt das ein bisschen Loot rüber. Fans, very seriously. If I'm offending you, please let me know. I'm trying to improve. Okay, cool. Okay. Wenn du den Moment im Spiel hast, dass das Spiel dich mit einem Fake-Klopfsound so weit bringt, dass du legit aufstehst und an die Tür gehst. Respekt, Spiel. Respekt. Okay, good to know. Danke. Offline. Also ich muss was jetzt machen? Eher Spark Matches. Ah, hier gucken. Adrian Bird, 23 Webdesigner, Free Pets, Squirtle, Bulbasaur and the Charmander. Aha, yeah, Wut Autos Casual. Aha. Okay, Taylor. Taylor Pereira, 22, works at Find Studios. For update, meine Bugfixes, improved Profile Pick. Von 3,5 zu 4, Performance Enhanced, Funnier Jokes, will serenade upon. Theater, Musik, Outdoor, Pets and Animals und Gaming. Nice. Ey, er ist cool. Okay. Dave. Was ist Dave für einer? I'm everything your parents wish I'm and more. Aha. Books, Work and Career, Personal Growth, Food und Politik. Okay. Alex. Works at Tea Love. Enjoys volunteering at the old folks home, adopting puppies and saving little kids from burning buildings. Der perfekte Typ. Ja, ich verstehe schon. Books, Charity, Cooking, Moving On und Theater. Aha. Fred. CEO of Bunny Hop. What the fuck? You do it even though the odds are not in your favor. Elon Musk. Nee, cooler. Ja, nein, 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 nein. Ja. So Pat, das war der ganz, ganz Schlimme. Writer at the Starling. Look my looks, glaring and obvious flaws, that'd be great. Sache ist, wo kann ich denn jetzt bei Spark Matches finden? Oder wo kann ich hier die Scheiße eingeben? Wir schauen nochmal durch. Mentioned that she met someone. I can feel we're getting close. Punch in all the names of her Spark matches, see what you can find. Oder ins Internet finden? Ins Internet eingeben? Legit? Sowas? Was ist das? Okay, das stimmt, das war Twitter. Spark. Taylor recovered. Surfer. Spark. Find your match here. About dating events. Komm, wir sind auf Famous Spark IRL Events, okay. Aha. Ha, aber sonst können wir nichts eingeben. Sign in. Geht nicht. Anmelden ist nicht. Iris, Spark-related Crime.
Oh, First Name, Last Name. Hier müssen wir drauf. Okay. So können wir gucken. Also, das ist halt von der Polizei, ne? Dass immer mehr Kriminelle auf Sparks sind und die Scheiße nutzen. Ah. Und hier können wir halt gucken, ob die irgendwie vorgestraft sind oder ob da irgendwas ist. How hard is it? Warte, wir wissen doch, wie die heißen, oder? Ich kann die Scheiße nicht markieren, okay? Ich muss es eingeben. Mit anderen Worten, wir machen erstmal von ihm ein Foto. Zack. Da, 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 da. Edwin. Zack. Dave. Dave C. Fuck, natürlich, der ist klug. Der hat seinen zweiten Namen nicht mit angegeben. Alex Grant. Zack. Fred. Fred Watson, okay. Ich bin froh, dass ich keine Webcam an habe. Da könntet ihr sehen, wie ich mit meinem Handy jetzt die ganze Scheiße abfotografiere. Patrick Matthews. Okay, die Namen sind so generisch, das glaubt man gar nicht. Jetzt habe ich einen Haufen komische Bilder auf meinem Phone. Okay, Surf. Da, 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 da. Hierhin. Related Link. Was provides the public with access to sex offenders? Ach du Kacke. Okay. Wenn ich jetzt noch auf Groß- und Kleinschreibung achten muss, raste ich aus. Probieren wir es mit den letzten. Patrick Matthews. Okay, no records found. Der Typ ist durch. Dann können wir den mal löschen. Okay, als nächstes Fred Watson. Okay, ich finde es gut, dass wir das alleine gefunden haben. Was? Dass ich das nicht wieder nachschauen musste, aber anscheinend kannst du über den Browser sehr viel machen. Okay, Fred Watson auch nicht. Alex Grant. Okay, Alex auch nicht. Edwin Bird. Ja, bei dem Typen bin ich mir sicher. Was? Auch nix. Okay. Tyler. Oh. Bitte sag nicht er. Bitte sag nicht er. Pereira. Found six matches. More information required. Scheiße. Scheiße. Age und Location. Oh nein. Oh nein. Okay. Da, 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 da. Okay, er ist 22. Okay, jetzt müssen wir irgendwo rauskriegen. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir rauskriegen, wo er wohnt. Alter, haben die viel geschrieben. Oh, nee, das haben wir mit ihm alles geschrieben. Tyler recovered, okay. Titanic Icebreaker. Da, da, da. Send upon request. Ich brauche eine Location. Von dem Typen. Alter habe ich, aber eine Location habe ich nicht. Ist er auf Jabber? Stimmt. Oh, someone post the locations pinned on them. If you can see where he post from.
Okay, Alter habe ich, das weiß ich. Wenn das stimmt. Tyler. Wo kann ich die Scheiße nachgucken? Einfach hier aufs Profile? Oder sehe ich irgendwo, wo ich den Leuten folge? Ich benutze halt sowas nicht. Wir scrollen mal runter. Cassie, Anna, Chris, Sally, Anna, Tyler. Gesang, same thing, most of the prophets are hot too. Ich muss mal erst kurz muten. Okay, wieder da. Nice. Warum zum Arsch kann ich Telefon 3 Monaten? Ah, okay. Für 3 Monate. Ich muss jetzt all seine Posts durchgehen, oder? Na, shit. Tyler. Ey, wenn wir den dann finden auf der Website, dann raste ich aus. Vom Rotsboro. Vom Rotsboro. Oh. Schöne Anspielung. Ja, aber nirgendwo steht da. Boah, was? Springwood. Aha. Okay, ich hätte gar nicht so weit runterscrollen müssen. Ich speichere mir das noch kurz ab. Okay, damit ich die Kacke auch, ja, richtig schreibe. Springwood. Okay, 22 ist er. Let's go. Machen wir weiter mit dem Test. Age 22. Location. Muss ich mir das Telefon hinlegen? Springwood. Bitte sag, wir finden da nichts. Bitte sag, wir finden da nichts. The Internet never forgets. Once a criminal, always a criminal. And gross lewdness and lascivious behavior. Exposure in public sexual dance. Okay. Okay. Scheiße. Hey, Tyler. Ich habe mit Jolanda gesprochen. Okay, wir wissen jetzt, dass er zumindest ein Typ ist, der sexuell auffällig ist und in der Öffentlichkeit. Naja, okay. Did by so, what is it? Much of a culture had Anna. Er ist ein zu großer Dummkopf. Guess my theory about Greg making Anna disappears too far-fetched. Er ist ein Arschloch, aber kein Krimineller. Can your source even be trusted? Ja, kann ich dir denn vertrauen? Ihr. Too obsessed with Greg. You're sidetracking us all. Defamation is a crime. Okay. Jetzt können wir ihm voll in den rein. Nee, du fixierst dich zu sehr auf ihn. Er ist es nicht. That's a pretty strong word. Citing something, that's all. Like you. Er ist auch nicht der Einzige. Wir müssen es ansprechen. I got nothing to hide. You didn't any find anything, did you? Wenn du irgendwas zu sagen hast, dann spuck's aus. Du bist ein fucking Perverser. Oh nein. Ey, Alter, das kann ich erklären. Du hast die scheiß Registrierung gefunden, nicht wahr? Ich wusste, dass das echt scheiße aussieht. Being a sex offender.
It's as bad as it gets, but hear me out, please. Okay, dann erklär dich mal. Game over, fuckface. Okay, du hast 5 Sekunden. Okay. Ich werde es schnell machen. Ja, okay, hau raus. Nee, ich will dann schon Details wissen. Was zur Hölle hat der Typ gemacht, wenn er ein registrierter Sex-Offender ist? Was at the mall and had like a huge glass of iced tea right before he had to pee real bad. Bathroom was closed and the floor I was and the next one was really far away. Oh nein. Ich kann verstehen, wo das hingeht, okay. This lady with a kid came through the door. I was exposed. Den Rest weißt du. Involved and I was charged. Okay. War das das Einzige, was du auf deiner Liste hast? Du musst mir glauben. Okay, du kannst mich rein theoretisch einen Kriminellen nennen. Okay, also er hat es halt einfach nicht mehr zum Klo geschafft. Ihr habt das alles gelesen und dann hat er da einfach und irgendwie in der Mall unter der Treppe gepisst oder sowas. Und da sind halt Leute vorbeigekommen und dann wurde er verhaftet. Weil er ein registrierter Sex-Offender ist. Aber ehrlich, ich glaube mal, er ist ein weirder Typ. Genau wie Greg, aber ich glaube mal nicht, dass er einer ist, der irgendwie jetzt eine Straftat begeht. Come on, you can trust me. Said every guilty person ever. Finde ich schwer zu glauben. Na, Bruder. Ja, ich weiß, das ist weird Sound, aber. Aber ey, hier geht es jetzt nicht um mich. I'm practically branded. Do you know how hard it is to find a job? Ist halt schon scheiße, wenn du gebrandet bist. Sounds awful. Ja, also halte ich meinen Kopf einfach unten. Wenn ich irgendeine Scheiße baue, geht's für mich direkt ins Gefängnis. Ich würde niemals machen, was eigentlich so komplett illegal ist. Also, behalten wir es hier einfach unter uns, okay? It's a real conversation starter. Ey, Alter, mach hier keine Witze mit mir darüber. Ich bin serious. Ja, okay. Scheiße. Was ist? Scheiße, Mann, ich hab dir. Was? Ich kann nicht glauben, dass du das actually getan hast. Was? Ich hab dir doch gesagt, dass du es niemandem erzählt hast. Ich hab nichts erzählt. Ich hab nichts gemacht. Greg. Er hat mich auf Jabber geaddet. Und er ist definitiv angepisst. Wie zur Hölle hat er mich gefunden? Ich hab dein Secret. Wir haben Greg nichts über ihn erzählt. Ich hab dein Geheimnis bewahrt, das schwöre ich. Weißt du, ehrlich, das glaube ich nicht wirklich. He added me on his phone. Greg, oh, busted. Greg hat eine Gruppe erstellt mit uns allen. Zuerst. Oh nein. Oh nein. Oh nein, Greg hat über ihn herausgefunden und hat jetzt. Oh, Scheiße. Got you now, you sex maniac. What the, who is this? How the hell did you get my number? Shut up. Robot guy, I'm the one Anna should be with. You stay out of this. That escalated quickly. Wie zur Hölle hast du meine Nummer bekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, das Internet ist ein Ort voller Ressourcen. Vor allem, und wo man schnell was findet, vor allen Dingen Perverse wie dich. Wow, from Cheating to Stalking. Kannst du mal hand him the best boyfriend of the year award? Ich mag Tyler, weil Tyler ist halt einfach. Er ist ein Creep, aber er ist halt immer ein höflicher Creep. What I do in my private life is none of your business. You're the one who drove her away in the first place. Ah, Greg, dir wurde es reingegeben. Okay, dieser Beziehungsstreit hat was. Weiter, drive my foot up your dick hole. That's
let's step back a bit. Okay. Halt dich da raus. Halt Small, Greg, du bist ein Arschloch. Ich werde mich einfach einmal darum kümmern. Hier gibt's nichts drum zu kümmern, Alter. Schau mal, Mann. Anna wollte weitermachen, also warum zur Hölle kannst du das nicht respektieren? Sie, ernsthaft, Alter, sie würde mit jedem besser klarkommen als mit dir. Can't keep my pants up somehow unacceptable choice. At least I don't have a criminal record. That's a low blow, man. Ja, Greg ist ein Arschloch momentan. It's Popcorn. Willst du gar nichts sagen? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ach du Scheiße. Was zur Hölle hast du mit Ender gemacht, wenn du sie auch nur anrührst? Okay, wie soll ich hier irgendwas antun, wenn ich sie noch nicht mal getroffen habe? Okay, sie hat erwähnt, dass sie irgendjemanden von Spark getroffen hat auf ihrem Notebook. Hast du vielleicht jemals darüber nachgedacht, dass es noch Millionen andere Single-Männer draußen gibt, die es sein könnten? Natürlich habe ich das. Aber ich fange mit dir an. Das ist nicht wirklich smart. Ich will sie einfach nur zurück. Okay. I think Anna would like that. Wir verschwenden ja Zeit. Ja, ich gebe Teller ja recht. Don't we all want the same thing? Ja, same thing. Different reasons. Ja. Okay, endlich sind wir uns hier mal einig. I'm not agreeing with you. You're the one who cursed me and threw everyone off before she left you. Ja, komm mal runter, Greg. Ich bin voll auf Taylors Seite. Come with him in the picture. If you're going to be like this, fine, I can prove it. Okay, er kann beweisen, dass er Anna nicht getroffen hat. Fan-fucking-tastic, show me. Ah, die Nachrichten sind großartig. Meine Spark-Messages. Es ist alles da. Okay, es wird beweisen, dass Anna und ich noch nie den Plan hatten, uns zu treffen. Ja, erzählt die Wahrheit. Das stimmt, wir haben ja alles durchgeguckt. Nein. Ich werde es mit meinen eigenen Augen sehen. Alter, kannst du vielleicht nicht so misstrauisch sein? Ihr Phone. Okay, sie hat ein paar Daten daraus geklärt, von nicht allzu langer Zeit. Okay, aber ich kann von zu Hause von ihrem Computer darauf zugreifen. Wenn ich Access habe, dann habe ich allen Beweis, den ich brauche. Yeah, something. If you do that, you might be able to know who she met on Spark. Damn, that's true. Finally, focus on what matters. Ja, Tyler ist ein cooler Typ, ja. Wenn er wieder Zugriff auf das Phone kriegt, dann können wir rausfinden, wer es war. Ja, ihr versteht euch doch ganz gut. Halt's Maul. Ich verstehe mich nicht gut mit ihm. Hey, it was my idea. Ja, das stimmt. We can call her. Someone call her office, ask around for help. Get someone to get her computer or something. Was für eine shitty Idee ist das denn, okay? Ich sag mal, ich werde da einfach nur reingehen. Und mir die Scheiße selber holen. Das wird easy sein. Lass ihr Office anrufen, alter Greg. Wenn sie ihren Mitarbeiter davon erzählt hat, dass sie dich verlassen hat und dass du Dreckstalker bist, dann werden die dich da nicht reinlassen. Vielleicht hat sie Freunde, die wir überreden können, an ihren Computer zu gehen. Wir haben bereits genug Zeit verschwendet. Ich werde... Oha, der Hintergrund. Ich hätte meine Zeit nicht mit sowas Wichtigem verschwenden. Vertraut ihr mir nicht? Ja, ihr beide habt gute Punkte. Ich hab genug mit euch, ich hab genug euch zuzuhören. Ich werde einfach da reingehen und den Job zu Ende bringen und das einfach durchziehen. Easy und simple. Ja, das wäre nicht gut, Alter. It's no work, fans. And what makes you think you can use your computer so easily? Tyler hat die beste Idee. Ja, weil Tyler ein Typ ist, der ruhig bleibt. Two to one favor. Und so funktioniert Demokratie. Tyler der Beste. Oh, Greg gibt sich geschlagen, okay. By the way, not playing games with you. If
wie Jokers anymore. Okay, macht, was ihr wollt. Ich werde trotzdem hingehen. Aber Alter, wir machen Progress. Okay, ich werde nicht mal mit euch, ich werde nicht mehr mit euch schreiben. Ich werde Anna finden. Ich werde das selber machen. Okay, ich werde mir ihr Backup von ihrer Arbeit holen. Ich werde das durchziehen und ich schwöre, wenn sie am Ende dich getroffen hat und ich das rausfinde, Alter, dann wirst du den Tag, dann wirst du den morgigen Tag nicht erleben. Eieiei. That was really fun. what you do on your days off? A lead is a lead. Okay, der Typ will sich gar nicht vorstellen, was. Busted is typing. Okay. Tyler und you. Okay, er ist ausgetreten. No. Is Anna close with at work? Did you manage to check her emails? If you can read them all, that would be great. Ich hab Greg jetzt einfach abgelehnt am Telefon, weil Greg ein Wichser ist. Ja, yeah, der Boss ist irgendwie ein Arschloch. Stimmt, das haben wir gelesen. Nicht der Boss. Okay. Okay, da können wir rausgehen. Sicher, dass das. Okay, wir brauchen irgendjemand anderes. Getting a backup from our workplace. Okay, wir müssen jemanden anrufen. E-Mails. Aber ernsthaft, das war das legit ein glaubwürdiges Gespräch zwischen zwei Typen, die sich fetzen. Einer, der ne, ein bisschen jokey drauf ist, ein bisschen ne, sagt, Anna will weitermachen, bla bla bla. Sie sitzt, ne, hat mit mir geschrieben. Und halt Greg, der absolut verzweifelte Boyfriend, der die Sache nicht wahrhaben will und sie einfach nur finden will. Beide sind nicht die optimalen Typen. Aber Tyler ist noch der sympathischere, weil Greg ist halt einfach ein Hurensohn, der. Wir dürfen nicht vergessen, Greg ist bei ihr eingebrochen. Ne? Und hat sie gestalkt, Alter. Das ist. Oh, Tyler, ey, scheiße. Vlogger? Nein. E-Mail. Dice Roll Insurance? Nein. Right Thing? Murph? Was zur Hölle ist das? Holy shit, ich habe keine Ahnung. Faraday Safety. Next week's company gift swap. Murph, können wir ihn anrufen? Scheiße. Weil er ist der Typ, mit dem sie dieses Geschenke swappen sollte. Tim Faraday, CEO of Faraday Safety. Ed, okay. Eddie wahrscheinlich. Können wir ihn anrufen? Hat sie da jemanden eingespeichert? Weil die haben sich gut verstanden. Das ist anscheinend so der Tech-Typ in dem Unternehmen. Emergency Services. Oh, Scheiße, ey. Meine Fresse. Elizabeth. Haben wir die? Können wir sie anrufen? Alter, die hat niemanden von ihrer Arbeit eingespeichert, ne? Die geht nur zur Arbeit oder geht sie wieder nach Hause? Genauso wie ich es gemacht habe. Okay. Reinforced Anna, die Consumers, bla bla bla. Bullshit. Stimmt, das war der Passwortkram. Add tech issues again. Edward.
Okay, die haben sich aber gut verstanden. Fuck, ey. Dammit. Warte mal, vielleicht war da irgendwo eine Nummer drin. Add.